Andauernder finanzieller Druck hinterlässt Spuren im Körper, Geist und Seele und schlägt sich aufs Familienleben und die Partnerschaft. In meiner täglichen Arbeit als Immobilienmakler bemerke ich immer öfter, dass Immobilienbesitzer ihren Verbindlichkeiten nicht mehr zur Genüge nachkommen können. Kreditraten sind fällig, Einkünfte fehlen oder sind stark reduziert. Die aktuelle Corona-Situation mit Homeoffice, Homeschooling und gravierenden Einschränkungen im sozialen Leben verursachen zusätzlichen Stress. Um trotzdem einen kühlen Kopf zu bewahren, möchte ich Ihnen heute einige durchaus auch außergewöhnliche Tipps aus meinem Erfahrungsbereich geben. Meine erste Empfehlung: Versuchen Sie, trotz der angespannten Situation, das Ganze möglichst sachlich anzugehen. In einen finanziellen Engpass zu geraten, ist oft unverschuldet und keine Schande. Im Moment befinden sich viele Menschen in einer ähnlichen Lage. Nehmen Sie unbedingt Kontakt mit Ihrer Bank auf und ersuchen Sie um eine gemeinsame Lösung, bis wieder Erleichterung in Sicht ist. Ihr Bankberater sollte dafür in jedem Fall ein offenes Ohr haben, Verständnis zeigen und Lösungen präsentieren. Magister Martin Reitecker, Regionalleiter der S-Bausparkasse, sagt dazu: Wir sind als S-Bausparkasse seit 80 Jahren ein zuverlässiger Partner für unsere Kunden, wenn es um die leistbare und sichere Finanzierung von Wohnimmobilien geht. Sehr wichtig ist uns beim Abschluss der Finanzierung bestmöglich zu beraten und zu informieren, aber auch während der bis zu 30-jährigen Finanzierungslaufzeit unterstützen wir unsere Kunden bei unerwarteten Ereignissen mit Flexibilität in der Rückzahlung und geben ihnen damit Sicherheit. Mit dem Komme-was-wolle-Sicherheitspaket bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, bei unerwarteten Lebensereignissen wie Arbeitslosigkeit, schwere Krankheit oder Scheidung, aber auch bei geplanten positiven Veränderungen wie etwa einer Schwangerschaft bis zu 4 Jahre lang nur die Zinsen zu bezahlen. Gerade die Corona-Krise mit Folgen wie Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit hat uns gezeigt, wie rasch, unerwartet und zumeist unverschuldet Veränderungen in der Lebenssituation eintreten können. Bei Corona-bedingten Einkommensausfällen oder Liquiditätsengpässen unterstützen wir unsere Kunden zusätzlich zum Komme-was-wolle-Sicherheitspaket mit dem Angebot einer Ratenstundung. Die gestundeten Raten werden dabei an das Kreditende angehängt und die Kreditlaufzeit somit verlängert. In finanziell schwierigen Zeiten, in denen jeder Euro gebraucht wird, ist es oft auch nicht möglich, Geld zu sparen. Wir bieten daher auch unseren Bausparkunden die Option, die monatliche Einzahlung auf ihren Bausparvertrag bis zu 12 Monate lang auszusetzen. Wenn Sie Fragen zu den genannten Themen haben, nehmen Sie mit Ihrem Berater oder einem unserer Bausparcenter Kontakt auf. Gemeinsam finden wir sicher eine Lösung. Ihr Team der S-Bausparkasse. Haben Sie außerdem keine Scheu, auch staatliche Einrichtungen wie die Schuldnerhilfe zu kontaktieren? Dort treffen Sie auf geschultes Personal, welches individuelle Lösungen für jeden erarbeitet und vertrauensvoll mit Ihnen umgeht. Ferdinand Herndler von der Schuldnerhilfe Linz hat mir das in einem persönlichen Telefonat nahegelegt. Nehmen Sie Ihr Herz in die Hand und versuchen Sie, sofern dies möglich ist, innerhalb der Familie eine Lösung zu finden. Scheuen Sie sich nicht davor, auch finanzielle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Scham, falscher Stolz oder Spannungen aus der Vergangenheit sollten ruhen. Hier geht es um Ihre Existenz und darum, Ihr vertrautes Zuhause zu retten. Aus 16 Jahren Berufserfahrung weiß ich, genau in solchen Momenten erweist sich der Familienzusammenhang viel stärker als vermutet.
sind keine Stundungen, Finanzierungspläne oder finanzielle Zuwendungen möglich, sollte an einen Verkauf des Hauses oder der Wohnung gedacht werden. Lassen Sie die Immobilie zuerst von einem möglichst neutralen und erfahrenen Experten schätzen. Dadurch erfahren Sie, in welchem Verhältnis der erzielbare Wert Ihrer Immobilie zum bestehenden Schuldenstand steht. Es ist gut möglich, dass aufgrund des aktuellen Engpasses am Immobilienmarkt der Preis höher ist als erwartet. Zuletzt wägen Sie die Informationen in Ruhe ab und lassen Sie sich zu keiner vorschnellen Entscheidung drängen. Oftmals ist aber auch ein Neuanfang der beste Weg. Sich der Altlasten zu entledigen und mit dem übrig gebliebenen Geld aus dem Verkauf einen Neubeginn zu wagen. So sichern Sie sich ein stressfreies Weiterleben, denn Veränderungen bieten oftmals eine zweite Chance. Sollten Sie zu diesen Themen persönliche Fragen an mich haben, so vereinbaren Sie jetzt ein kostenloses persönliches Gespräch mit mir.